Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Im Grunde sind wir ununterbrochen damit beschäftigt, zu übersetzen. Die Gesichtszüge eines Gegenübers in vermutete Emotionen, spontane Ideen und Gedanken in Sprache oder auch den individuellen Schaffensdrang in Kunstwerke. Ich als Ausstellungsmacher übersetze solche Kreationen in Präsentationsformen oder übertrage Zitate in Wandbeschriftungen. Immer bewege ich mich dabei in unterschiedlichen Kontexten, meinem eigenen, dem der Besuchenden, jenem der Kunstschaffenden, und immer habe ich zwischen diesen verschiedenen Welten zu vermitteln, zu interpretieren. Eines der wichtigsten Tools des internationalen Lebens ist die Aneignung von fremden Sprachen. Je besser ich Englisch, Französisch oder gar Chinesisch spreche, desto besser gelingt Verständigung. Ich habe eine fremde Sprache zu meiner eigenen gemacht. Dieses sich zu eigen machen eines fremden Kulturgutes, wie es unsere Sprachen sind, sehen wir nicht als Machtdemonstration oder als gar als kolonialen Akt, sondern als aktive Geste der Annäherung. Komplizierter wird es, wenn man Übersetzungsleistungen mit Fragen der Identität kreuzt. Was macht mich aus? Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin Christ oder ich lebe als Christ oder ich fühle mich als Christ. Oder auch, ich bin heterosexuell oder ich lebe heterosexuell. Einmal haben wir es mit Determinierungen zu tun, die oft auch von außen vorgenommen werden. Bei den zweiten Formulierungen aber sind es Zustandsbeschreibungen, Annäherungen an eine Identität, die als fluide und in Entwicklung begriffen wird. Das ist ein völlig anderes Menschenbild. Auf einem wahren Minenfeld landet man, lässt man dann noch moralische Kategorien zu. Wenn also beispielsweise die Frage, kann ich als Mann den Text einer Frau übersetzen, gewendet wird zu, darf ich als Mann den Text einer Frau übersetzen, dann sprechen wir nicht mehr über Kompetenzen und Fähigkeiten, sondern fällen moralische Urteile, die mit Identitätskonstruktionen gekreuzt werden. Wenn man aber Identität als etwas Evolutionäres im Leben begreift, so kann das Urteil über eine Übersetzungsleistung nicht an ein normatives Menschenbild geknüpft werden. Übersetzungen sind immer Übertragungen in etwas anderes. Übersetzung ist stets etwas Neues gegenüber dem Original. Übersetzungen sind Perspektivwechsel, Neuinterpretationen, ja, auch Kulturclashs. Wenn es uns gelingt, den Fokus auf Chancengerechtigkeit und kulturellen Respekt mit einem fluiden Identitätsbegriff zu verbinden und es mit Neugier auf Unerwartetes kreuzen, dann kann man sich lustvoll und gewinnbringend im Dschungel der Übersetzungen verlieren. Normative Identitätsbehauptungen aber geraten nur allzu leicht in den gefährlichen Strudel radikalisierter Identitärer, die ihre Selbstkonstruktionen in machistischer Weise verabsolutieren.